bin Sophie Pieiling. Ich bin Expertin für Change Management und Kulturentwicklung im Servicefeld Culture, Talents and Learning. Die Herangehensweise hat sich ganz stark dadurch verändert, dass wir eben dieses Team sind aus Tribe Lead, People Lead und Experte bei uns. Das ist ja nicht überall so. Bei uns sind wir zu dritt in dem Tribe und dadurch hat natürlich jeder mit einem anderen Fokus Blick auf die Themen. Dadurch diskutieren wir die Themen ganz anders und am Ende, glaube ich, kommt dabei ein qualitativ höherwertiges Ergebnis raus. Aus Sicht meines Teams, mit dem ich mich vorher extra dazu ausgetauscht habe, sind die Vorteile des neuen Rollenmodells vor allen Dingen der Austausch untereinander. Vorher gab es eine Führungskraft eines Teams, die hat sich mit dem Team, aber auch mit anderen Kollegen ausgetauscht. Und jetzt haben wir aber ein festes Team von unterschiedlichen Rolleninhabern, die gemeinsam verantwortlich sind. Und so bringt jeder unterschiedlichen Fokus, eine andere Perspektive mit rein. Da entsteht manchmal etwas Reibung, aber am Ende ist das, was da an Qualität rauskommt und das, was wir an Service für das Unternehmen bieten, wesentlich besser. Ich durfte die Transformation in der fiduziären DRD fast von Anfang an begleiten. Ich war da in unterschiedlichen Rollen. Ich durfte Initiativen leiten, in Initiativen mitarbeiten. Ich habe das als eine sehr intensive und arbeitsreiche Zeit empfunden, mit aber ganz, ganz vielen motivierten Menschen dabei. Ich glaube, da ist sowohl in der Transformation, aber auch in dieser besonderen Situation, in der wir uns jetzt im Moment durch Corona befinden, sind Themen wie Achtsamkeit sich selber und anderen gegenüber wesentlich wichtiger und man braucht einen langen Atem. Und dann bin ich aber fest davon überzeugt, dass der Schritt, den wir da eingeschlagen haben, die Richtung, die wir eingeschlagen haben, dass das in genau die richtige Richtung geht.